Das war eine Aufgabe. Ich musste den Wald-Dungeon besiegen, beenden, ohne einen Punkt Schaden zu nehmen. Und das war schon gerade bei dem Bosskampf nachher schon schwierig. Aber ich hab's geschafft. Drei Keys für die Company, für die Community in dem Fall. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt. Mal wieder, ein bisschen länger her schon. Und mal wieder über Daredrops gibt es ein neues Spiel, das ich testen darf. Und zwar Tinkertown. Das ist ein Pixel 2D Survival Build Exploration Game. Man kennt es. Sind ja alle relativ ähnlich. Und ich bin mal gespannt, was das uns hier zu bieten hat. Das Ding ist schon seit einer geraumen Zeit draußen im Early Access und ist jetzt auf Version 1.0, also in die Release-Version, übergegangen. Und da schauen wir uns mal an. Ich habe es bisher noch nie gespielt, ich kannte das bisher noch gar nicht. Die Bewertungen auf Steam sind größtenteils positiv und das Ding kostet aktuell normale 17 € aktuell, aber für einen knappen Zehner verfügbar, weil die gerade auch einen 40% Rabatt haben auf Tinkertown. Wenn ihr euch das selber anschauen wollt, in der Beschreibung unten ist ein Link. Über der.io, über der Drops ist so ein Referenzlink. Ich bekomme dafür nichts, sondern meine Belohnung ist halt eben, dass ich über diverse Aufgaben Keys freispielen kann. Anyway, lasst uns mal loslegen. Das Ding ist aber komplett eingedeutscht und ich bin mal gespannt, was hier passiert. Neuer Charakter. Okay, ich kann die Haarfarbe wechseln. Okay. Diverse Frisuren und Haarfarben. Knuffelöhrchen. Pinke Knuffelöhrchen, nehmen wir mit. Und dann können wir die Körperfarbe ändern. Okay. Alles klar. Warte, dann machen wir aber gelb. Haben wir gelb? Haben wir gelb? Haben wir gelb? Das ist ja meine Lieblingsfarbe. Haben wir nicht. Na gut, dann eben so. Dann der Softday. Das bin ich. Hallöchen. Und legen wir mal los. Welt wählen. Wir erstellen eine neue Welt. Angespielt. Oh, gehen auch nur Zahlen. Okay, als Seed gehen nur Zahlen. Okay. Oder? Nee, okay. Vier Zahlen ist der Seed. Freie Erkundung. Entfernt feste Grenzen zwischen Biomen. Nee. Abenteuermodus. Genau. Das ist so langsam einführen. Genau. Gibt offenbar auch eine Möglichkeit, Welten zu hosten. Okay. Ah, hier. Eingespielt. Okay. Mehr Spieler. Okay, das ist schon mal cool. Dann los, Einzelspieler. Spiel beginnt. Soweit knuffig. Die Musik scheint sehr eintönig zu sein. Zumindest die Menümusik. Mal gucken, wie die Musik im Spiel denn ist. So. Sage die Älteste. Sage. Okay, ja, ganz normal WASD. Hauen. Interagieren. Rechtsklick. Verfügbar Quest. Anständiger Unterstand. Oh Gott, das ist ganz schön viel Text. Holz sammeln, Steine für eine Basis. Alles klar. Und was haben wir noch? Herzlich willkommen, Tinkerer. Sie ist hier in diesem Wald eingesperrt. Okay, es gibt eine Barriere. Und wie kommt man erstmal dann damit nicht raus? Okay, alles klar. Also, das ist nur so, okay, das ist quasi Text. Die hat 5 Herzen. Achso, das ist wahrscheinlich die Beliebtheit. Okay. Da blinkte gerade was. Oh, ich packe mich mal auf die andere Seite gerade rüber. Ich hänge nämlich gerade vor der Kamera. Bisher sieht es recht knuffig aus. Die Perspektive gefällt mir. Nicht so direkt obendrauf, sondern so leicht getiltet. Das sieht schon cool aus. So. Einmal darüber mit die Kamera. Aktionsleiste oben, das ist ungewöhnlich.
Dann haben wir hier unsere. Okay. Bewohner, Monster, Gegenstände, Errungenschaften. Alles klar. Da ist so einiges. X-Space. Herstellung, Inventar, Ausrüstung. Okay. Achso, das. Das ist ja ungewöhnliche Taste für. Das ist ein Ruck. Ich dachte gerade, was ist denn das hier? Ein Ork, der einen Hammer hält? Nee, das ist der Rucksack mit dem Hammer oben drin. Backspace. Ungewöhnliche Taste, aber okay. Und dann haben wir N für die Minikarte. Alles klar. So weit, so gut. Da kann ich auf. Jawohl, da haben wir Holz. Ich habe ein neues Rezept erlernt. Aha, kann die, könnt jetzt die Werkbank machen. Hier haben wir ein paar Knochen. Okay. Ich kann ein Holzbrett herstellen. In die Werkbank herstellen. Oder die Knochenwerkbank. Okay, wir brauchen erstmal die Holzwerkbank. Das heißt, 10 Holz wäre wichtig. Wir können auch mal eine Knochenrüstung herstellen, wenn wir genug Knochen haben. Da oben ist Erz. Die Perspektive erinnert mich so ein bisschen an Forager, aber Forager war halt eben ein bisschen. Hatte ein bisschen höhere Auflösung. Immer noch Pixelgrafik, immer noch Indie-Style, aber nicht ganz. Was ist hier? 8-Bit, 16-Bit? Keine Ahnung. So, okay. 8-mal Holz aufgehoben. Da aufgehobelt. Damit habe ich jetzt genug. Was ist das denn eigentlich? Hier kann ich es kaputt machen. Kann ich kaputt machen? Okay. Okay. Oh, ich habe das Banner aufgehoben selber. Okay, ich kann das Banner wieder stellen. Yay, platziere den ersten Gegenstand. Okay. Okay. Jetzt, ich will eine Werkbank herstellen. Zack. Okay. Werkbank. Und jetzt an der Werkbank kann ich was machen? Oh, okay, da kann ich ein bisschen was herstellen. Okay. Ey, komm, kann ich Werkzeuge herstellen? Werkzeuge wären gut. Rechtsklick. Einen Boomerang. Nee. Keine Werkzeuge. Holzstuhl. Holztisch. Ein Bogen, ein Boomerang und das war's aber auch schon. Holzhelm, okay, gut. Also brauchen wir weiter Stein und Holz. Also ich rate, wenn ich jetzt Steiner baue, dann kriege ich mir sicherlich ein Tool, ne? Holzbrustpanzer, neue Rezepte. Ja, da ist er nämlich schon. Steinspitzhacke braucht nochmal mehr Stein. Man kann hüpfen. Hey, hüpfen geht. Nice. Okay, dann Spitzhacke herstellen. Auf die 1 legen. Und die Steinaxt ebenfalls dann herstellen. Oh, der Film. What now? Das klang gerade nach Wolf. Oh, wow. Die Pick ist dann schon mal ein kleines Upgrade. Hier oben haben wir auch eine Uhr. Steinaxt. Danke. Schau mal da, das ist Kupfererz. Okay. Dann lass mal ein paar Bäume fällen, wa? Zack. Oh. Ah, hier kriege ich das Rezept für Schnur. Okay. Geht auch nur mit der Axt. Okay, ich sehe schon. Okay. Äh.
Marmelade kann ich machen. Okay, danke schön. Achso, das ist ein Busch. Ah, alles klar. Da wäre vermutlich das. Ja, das besser. Sogar die großen Hülse aufmachen. Okay. Wo ist hier Grenze bei den Stacks? Hey, das ist der Kopf von Head-Dingens. Das ist quasi deren Game-Logo. Gibt es denn einen Hungerbalken? An sich gibt es nicht. Aber Ausdauer wahrscheinlich. Okay. Sage, ich bin wieder da. Ist ein Fass. Kann ich da was abholen? Oh. Ah, einfach zum Einlagern einfach nur. Sage ist da oben gewesen. Hier. Hi. Ich habe Quest fertig. Okay. Essen und Tränke für Gesundheit. Fackeln, Haus beleuchten. Okay. Wir sollten also ein Haus hinstellen. So. Das Haus der Ältesten. Als Tonian anschließen. Er selbst braucht ein eigenes Haus. Okay. Mindestens 5 und Wände und Tür. Okay. Und ein Bett und ein Globus. Er will einen Seelenstein haben. Ach Gottchen. Was denn? Also den Seelenstein kriege ich von der Person selber. Okay. Und dann... Okay, das wäre dann die Aufgabe. Wir sollen jetzt ein Haus bauen für den... Brot. Ich habe Brot bekommen. Ne, eine Backkartoffel. Oh, Entschuldigung. Sah aus wie Brot. Kann man ja mal... Okay. Offenbar ist 99 Stacks... Okay. Okay. Gibt's einfach irgendwo hin. Da hätten wir einen Heiltrank. Pflanzenfasern. Setzlinge. Noch ein Setzling. Kiefern oder normale Setzlinge. Rote Beeren. Und Samen roter Beeren. Okay. Oh, du hast eine Ausrüstung und du hast eine Kosmetikgeschichte. Okay, okay. Also auf den ersten Blick ist das Spiel auf jeden Fall... Der Einstieg ist super einfach. Die Waffen werden sehr schnell sehr viel stärker. Das überrascht so ein bisschen. Viel Platz im Inventar, das ist auch nett. Da bin ich mal gespannt, wohin die Reise hier noch führt. So, er will jetzt ein Haus gebaut bekommen, 5 Einheiten groß. Falsches Ding. Okay. Vielleicht sollte ich erstmal mein eigenes Haus bauen. Bevor ich mich um einen anderen kümmere. Wie man es halt so kennt, ne? Wie im Flugzeug. Immer erst die eigene Maske und dann für die anderen. Okay, hier hätten wir sogar Wände, glaube ich, oder? Ja, hier hätten wir sogar Steinwände. Ich könnte eigentlich mein Haus aus Stein machen. So, nochmal Zeug. Das ist nochmal Erz. Geht alles ziemlich schnell am Anfang, finde ich. Ist ein bisschen auffällig. Fackeln. Wie mache ich denn Fackeln? Hier nicht. Nur... Mal alle. So. Schmelzofen-Ausstatter. Okay. Ein Herd oder ein Schmelzofen. Und an der Werkbank vielleicht irgendwas?
Sprinten kann man nicht. So. Was haben wir hier? Angel, Boomerang, Bogen, Holzschwert, Webstuhl, Holzstelle, Regal, Bücherregal, Vogelhaus. Bin ich gerade leicht verwirrt. Gibt's nochmal Stein. Bin gerade ein kleines bisschen verwirrt, wie ich denn jetzt bitte den Fußboden machen soll. Da fehlt mir, glaube ich, irgendein Werkzeug für. Hat nichts weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Wir werden noch die Knochenwerkbank, aber die ist es, glaube ich, nicht. So, und die kann jetzt was? Na, die Knochenrüstung, Knochenbank, Knochentür, Sarg. Ja, nee, das ist alles. Alles noch nicht so wirklich sinnvoll. Und natürlich. Wie also baue ich denn bitte Holzbrettern vielleicht? Ich habe 10 Holzbretter und jetzt? Ah, okay. Dann mal los. Ja, aufräumen schnell. Aber wie mache ich denn Mauern dann bitte? Okay. Dann los. 4. Wie kann ich es drehen? Wasser, oder? Ist das ein See oder was soll das sein? Nee, das ist Wasser. Hier kann man, glaube ich, nicht wirklich drauf bauen, oder? Ja. Ach so, warte mal, nee. Die Holzbretter kann ich nur benutzen, um einen See zuzumachen. Okay. Gegenstände. Gegenstände, ja, nee, das bringt mir nichts. Also, wie genau kann ich jetzt Dings herstellen? Irgendwas Sinnvolles? Bücherregal, Näheresregal, Holzstuhl, Wandhalterung, Holzschild, Holzstiefel. Bin gerade noch leicht verwirrt. Wie ich hier eine Werkbank, eine Mauer oder eine Dings machen soll. Es ist morgens. Die Mauer könnte ich überall aufstellen, bringt mir noch nicht wirklich was. Ich habe auch keine Tür. Achso, wir brauchen eine Wand und eine Tür mit der Fläche von mindestens 5 Einheiten. Okay. Wo kriege ich hier das Wände her? Ah. Okay, es wäre ein Holzzaun, aber es ist ja keine Mauer, ne? So, die könnten wir überall aufstellen quasi, okay. Warte mal, kann ich eventuell einfach das Holz selbst so hinstellen? Als Wand? Nee.
Das Holz so ist sinnlos. Hier versuchen wir mal den Schmelzofen gerade, gucken, was. Vielleicht kommen wir dann erstmal weiter. Ich weiß es ja nicht. So. Da kann ich jetzt so Sachen herstellen, wie Eisenbarren zum Beispiel. Genau, Kohle. Kupferbarren braucht Kohle. Kohle herstellen, Kupferbarren herstellen. Okay. Neue Rezepte. Eisenbarren, Silber, Gold, Steinboden, da haben wir es doch. Steinboden, Kopfsteinpflaster. Große Steinmauer. Alles klar, jetzt kommen wir doch. Jetzt kommen wir der Sache näher. Ah, okay. Jetzt haben wir eine Mauer und keine Wand. Nehmen wir die Fackel. Okay, Kohle herstellen, Fackel herstellen. So. Wo ist jetzt denn die Fackel? Da. Na. Kann man sogar, kann man sogar kombinieren. Das ist ja cool. So, wir haben das Kopfsteinpflaster freigeschaltet. Das ist gut. Irgendwas Neues? Nö. Und hier? Globus, Boomerang, Bogen. Das hatten wir alles schon. Holzstuhl, Holztisch. Okay, wir haben also zumindest den Boden und die Wand. Das hier ist die Steinmauer. Ich würde mal vermuten, das wäre jetzt dann die Option. Also müssen wir jetzt mal Steine sammeln gehen, dass ich dann daraus mein Haus machen kann. So weit, so friedlich. Noch ein bisschen dunkel dafür, dass es eigentlich morgens ist. Also noch Morgendämmerung halt. Usch, kein Stein. Ein großes Erz vorkommen. Und da ist nämlich ein großes Stein vorkommen, oder? Oh, da gab es sogar Kohle. Okay. Oh, das ist nur Kohle. Nicht mal, das ist wirklich nur Kohle. Okay. Umso besser. Brauche ich das halt eben nicht herstellen. Okay. Dann soll ich jetzt mal 5x5. Also brauchen wir Steinfuß, Natursteinboden, das ist ein Stein. Kopfsteinpflaster ist auch ein Stein. Steinboden ist auch ein Stein. Nummer 25 gerade mal. Herstellen. So. Jetzt können wir damit dann unser Haus vorbereiten. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja ein komisches Muster. Okay. Kann ich hier dann Lagerfeuer schon mal mit reinpacken? So. Das Fass ist eigentlich Blödsinn. Und jetzt können wir Steinmauern und eine Steintür machen. Los geht's. Also, Steintür. Und dann Steinmauer. So. Los geht's. Steintür machen wir dann mal hier hin.
Und dann das Band. Okay. Nämlich raten, wir müssten hier auch drunter Zeug machen. Hups. Dein Boden. So, einfach mal alle und fertig. Offenbar gibt es doch keine wirkliche Begrenzung beim Gewicht oder so. Okay, dann kurz aufräumen. Was ist das Zeug? Okay. Steinboden runter. Mauer. Okay. Zählt das jetzt nur oder nicht? Ich sehe es gerade schlicht. Okay. Platziere ein Bett, Dungeon und den Seelenstein. Okay. Das Bett machen wir gleich wieder wie? Da werden die Holzsachen. Holzbett. Brauche ich Stoff. Stoff mache ich wie? Vermutlich beim Ausstatter, ne? Schauen wir doch mal, ob der Ausstatter uns Stoff herstellen kann. Ja. Okay. So, jetzt können wir hier das Bett bauen. Bett, Holzbett, Holzbett, Holzbett. Kiste, Fass, Lager, Holzwand, Holztür. Ach, jetzt haben wir die Holzwände, okay. Wenn wir das wollen täten, Lagerfeuer. Ja, das Holzbett herstellen. Einmal das Bett hier rein. Und den Dungeon Globus hatte ich, glaube ich, hier. Nee. Hatte ich in der Werkbank hier wieder. Der braucht noch ein Kupferbarren. Okay. Dann den Dungeon Globus. Aber auch ein Erfolg wieder, okay. Und den stellen wir jetzt hier rein. Und dann den Seelenstein von Sage. Zählt das? Ja, das hat funktioniert. Okay. Zeig mir den Weg, lass uns basteln. Taunians. Achso, ich könnte jetzt den Seelenstein herstellen mit ihr, okay. Zeigt mir den Weg, das ist die nächste Quest. Mondlicht, Feenstaub. Okay. Sie kommen bei Sonne und Versteck. Okay, alles klar, nehmen wir mit. Also, der will, dass wir den Zeug machen. Und das ist nur eine ganz normale Information, ne? Ja, okay. Und ich könnte jetzt den Seelenstein nochmal herstellen, aber wieso brauche ich ja aktuell nicht? Cool.
Und ich werde jetzt noch ein bisschen rumspielen, ein bisschen rumexperimentieren, wie üblich. Und dann nochmal Zwischen- oder Endphase geben zu dem Spiel selber. Bisher recht knuffig, alles recht liebevoll gestaltet. Mal schauen, wohin die Reise geht. Bis gleich. Södele, da bin ich schon wieder. Das ist nochmal kurz vorm Stream. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was gespielt, ein bisschen was gemacht, ein bisschen was erkundet. Ein bisschen was gefarmt und habe jetzt schon die Knochenrüstung, den Knochenbrustpanzer und die Knochenhandschuhe an. Also ein kleines bisschen Rüstung. Ich habe ein bisschen Holzschild und Holzstiefel. Das ist schon mal so weit ganz cool. Hab aber sogar schon verschiedene Tools durch, nämlich die Spitzhacken auf Eisen und auf Kupfer haben wir auch schon durch. Eisensachen, ich habe einen Bogen, ich habe alles. Ich habe eine Fackel. Feuer machen. Aber was gesagt, man kann übrigens Attacken chargen. Gerade beim Bogen ist das sehr praktisch, weil der kann auch dann so ein. Der macht dann einfach doppelt so viel Schaden. Und ich habe eventuell schon mal so ein kleines bisschen mein Haus gebaut. Also, so ein kleines Häuschen hier. Mit diversen Sachen. Und das alles noch ohne ein. Ich hab immer noch, bin immer bei der Quest von den Mondlicht-Feenstaub. Da bin ich immer noch bei. Ich habe diverse Items schon mir rausgesucht oder schon durchgespielt. Warte, wir haben hier, wo haben wir denn hier? Tools zum Beispiel. Na, da sieht man schon, habe ich schon ein paar Tools gemacht, aber da kommen noch ein paar mehr. Das sind jetzt die Äxte, die ich denke, es gibt nochmal drei Stufen, wa? Würde ich sagen. Oder zwei? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier muss auch noch welche. Ich habe keine Ahnung, wie viel es noch gibt. Es gibt noch zwei Schaufeln, es gibt noch eine Angel auf jeden Fall. Diverse Picken nochmal und verschiedene Äxte und vermutlich irgendwelche Paxel, irgendwelche kombinierten Dinger wahrscheinlich nochmal. Und ich habe auf der Karte auch schon mal so ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen, das sieht man gar nicht. Kann man die gar nicht groß machen, die Karte? Ernsthaft nicht? Ja. Offenbar keine große Karte, oder? Einstellungen. Einstellungen. Steuerung. Bewegen, springen. Benutzen, drehen, Minikarte, Menü öffnen, Inventar. Es gibt keine Karte. Ah! Man kann nur die Minikarte ein- ausschalten und da hänge ich gerade davor. Das ist ja praktisch. Da habe ich die Kamera wieder in der falschen Ecke. Sekunde. Das fixen wir mal ganz dezent. Ja, also das ist unten mein kleines Häuschen hier. Und ich habe die gesamte Karte schon mal so grob aufgedeckt und. Oh, da ist ein Mondlichtfee. Sollen wir den Staub hier sammeln, ne? Ja? Ah, es kommt. Es gibt hier einen kleinen Bug in dem. Oh! Oh! Das Schwert ist eine gute Sense, wie sich herausstellt. Okay, okay. Das ist natürlich wiederum nett. Es gibt einen kleinen Bug gerade, wodurch ich jetzt nur versehentlich immer. Okay, das. Was zum. Ja, der will gerade nicht. Okay, das ist wieder buggy. Moment. Nochmal zurück. Das ist noch so ein kleiner Bug. Der kam jetzt mit dem letzten Hotfix. Seitdem ich angespielt habe, gab es einen Hotfix. Und der hat jetzt Sachen kaputt gefixt. Seitdem ist es mit dem Interface oben ab und zu ein bisschen komisch. Nicht immer. Wenn es erstmal läuft, dann läuft es auch. Aber manchmal ist es einfach nur seltsam. Hatte ich jetzt schon zwei, drei Mal. So, jetzt ist wieder alles schick. Und jetzt haben wir wieder unseren Bogen wieder, wo er sein sollte. Jetzt können wir da oben einmal ganz kurz auf die Dings losgehen. Es muss irgendeine wilde Kombination mit Tastenkombination im Menü sein, wodurch es dann passiert. Ich konnte es bisher noch nicht wirklich nachvollziehen. Bögen machen übrigens auch Items kaputt. Ledermäuse gibt es auch. Und die haben ein bisschen Leben. Aber keine Chance gegen uns hier. So. Das Eisenschwert ist sowieso, macht sowieso alles kaputt. Oi. Ah, bis auf den Sack kriege ich gerade schon. Aber es geht noch. Zack. War nicht gerade noch Feen irgendwo in der Nähe hier? Ja, aber hier ist ein Goblin. Hallo, Goblin. Au, ui.
Oi. Wow, okay. Da haben wir den mal dann durch. Haben wir da. Schnur, Fledermausflügel. Lagerfeuer, Essen, Knochen, Holz. Weg. Klauen wir einfach alles. Das Leben regeneriert sich auch nach und nach wieder. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauert, aber... ja, da geht's wieder. Aber ich kann, glaube ich, auch Sachen essen und dann geht's ebenfalls mit dem Leben wieder hoch. Zack. Ja. Die Beeren erhöhen dann auch mein Leben quasi. Und ich kann halt auch Essen in meiner Liste packen und dann kann ich halt auch die entsprechend dann schnell mehr essen, wenn ich eben ganz schnell was brauche. Ja. Also, Bausystem schon mal sehr nett. Alles sehr knuffig gemacht, wie weiterhin. Ansonsten Standard, aber Gedöns. Ich habe noch keinen Dungeon von innen gesehen. Ich weiß also nicht genau, wie die sind. Oh wow, ich kann ja die Bäume. Kleinen Bäume mit dem Schwert jetzt abrasieren. Das ist ja krass. Okay. Das Schwert selber ist jetzt eine ziemlich große Hilfe, wenn man eine Schnur sammeln muss. Oder Flachs sammeln muss. Fasern für eben Schnüre. Man kann buddeln, man kann Zeug machen. Da gibt es einiges, was man da tun kann. Und wir können logischerweise auch Brücken bauen, um wieder zurück nach Hause zu kommen. Zum Beispiel hier, das sind 3, brauche ich. Zack, erstellen. Da mal dahin packen und dann... Bap, bap, bap. So, hallo. Soweit bin ich schon mal echt zufrieden. Das Spiel ist selber, bis auf den Bug mit dem Interface, was jetzt aber wieder geht, das ist wieder behoben, keine Ahnung, was es jedes Mal ist. Spielst du es echt gut? Ich habe noch keine wirklich großen Gefahren gesehen, außer jetzt gerade der Goblin, der hat gerade ein bisschen reingezimmert. Ich habe noch keinen Dungeon gesehen, ich habe schon weitere Zonen gesehen. Die sind aber abgegrenzt mit einer Barriere. Das heißt, da komme ich noch nicht durch. Vermutlich muss ich dafür erst entsprechende Quests erfüllen und verschiedene Dungeons erledigen, um entsprechend dann vorwärts zu kommen. Kann mit dem Schwert Steine bauen, okay. Das macht natürlich vieles einfacher, wenn ich mit dem Schwert durch die Gegend rumlaufen kann. Und das Schwert nur für die großen Bäume brauche. Das ist sehr, sehr hilfreich. Da gab es nochmal Eisen gerade, sehr schön. Oh ja, das ist... Also das Spiel macht vieles ganz dolle richtig. Gerade so, was so Komfortgeschichten angehen, ist es echt angenehm. Dass du nicht alle Nasen lang eben die Sachen wechseln musst. Und vor allen Dingen eben dann auch wirklich jetzt mit dem Schwert schon gut vorankommst. Und das sind wieder neue Sachen. Der Bogen würde auch kann auch Sachen abreißen. Dann hast du eine Küche, wir haben einen Herd, wir haben einen Amboss. Wir haben eine Ankleide für Klamotten. Wir haben alles Mögliche. Also da gibt es auch einiges. Vernünftige Kisten gibt es auch. Das ist mal so ein Hauptproblem bei vielen Spielen, dass du halt eben so ein total undurchbegrenztes Kistensystem hast. Hier kann man Doppelkisten bauen, die brauchen genauso viel Platz wie eine normale einfache Kiste, die sind nur gestapelt. Dann hast du halt eben dann da Platz für einiges und da geht schon einiges rein. Wie gesagt, wir haben jetzt hier schon mal die Steintools, die Kupfertools und jetzt eben die Eisentools und dann geht es aber bald mit den... Oh, was ist denn der hier? Oh, gebratenes Fleisch. Nom nom. Macht volle Lotte. Das gibt mir einen Buff auch noch. Ja, Essen gibt mir auch noch Buffs. Das habe ich noch gar nicht mich beschäftigt. Aber auch da gibt es hier einiges, was man da machen kann. Muss ich mir erstmal in Ruhe mal anschauen. Und man bekommt dann eben ständig neue Sachen dazu, wenn man eben neue Sachen freischaltet. Jetzt kommt wieder an den Amboss nicht ran da. Das ist manchmal echt auch teilweise komisch. So. Dann jetzt nochmal. Neu aufstellen. Kleinere Bugs gibt es auf jeden Fall noch. Das muss man leider sagen. Jetzt habe ich den auch wieder. Zack. Jetzt habe ich das mit den Amboss. Es gibt offenbar ein Schienensystem später. Da bin ich gespannt, was uns da erwartet. Braucht vermutlich dann auch noch eine ganze Menge Eisen. Und ja, jetzt bin ich zumindest schon mal so weit vorbereitet, dass ich heute Abend dann im Stream loslegen kann. Um mich dann mal wirklich mal durch verschiedene Dungeons zu prügeln und noch ein paar Sachen zu testen und gucken, was eben so geht insgesamt in dem Spiel. So richtig mal auszukosten, was eben da so funktioniert.
Bin ich sehr gespannt drauf und gebe euch dann anschließend hier wieder mein absolut abschließendes Fazit zu dem Spiel. Bisher bin ich aber recht begeistert und es spielt sich relativ gut. Wie gesagt, ich lehne erstmal sehr stark an Forager an, aber Forager war halt nochmal anders genug, um halt eben das, um beide spielen zu können tatsächlich. Anyway, ich mache jetzt noch ein bisschen mehr Zeug und dann gibt's nochmal ein abschließendes Fazit. Bis gleich. Und da bin ich schon wieder zurück, jetzt als Katz verkleidet, denn ich habe jetzt vielleicht ein bisschen gestreamt. So ein, zwei, drei Tage. Und ich habe auch gesehen, dass ich hatte vergessen, dass ich vom Entwickler zwei Keys bekommen hatte zu Beginn. Das heißt, ich konnte gleich am Anfang das Rescue-Wölkchen mir dazu nehmen, der mir dann im Stream geholfen hat, ein bisschen Sachen zu farmen und Bosse zu klatschen und alles. Und wir haben dann tatsächlich insgesamt 6 Keys freigespielt für die Community. Die wurden bereits verlost und wurden verteilt. Und da bin ich ganz froh drüber. Das Spiel selbst macht aber auch ordentlich Spaß. Es hat diverse Probleme, wie zum Beispiel die Questanzeigen. Gerade im Multiplayer ist es ein bisschen clunky. Teilweise laggt es ein bisschen. Die Questanzeigen sind nicht immer 100%. Also muss man ein bisschen rumtüdeln. Nichts Game-Breaking Schlechtes, aber halt eben Sachen, die auffallen. Unser Spiel hat sich jetzt, also wir haben jetzt 2 Dungeons down. Das Frost- und das Wüsten-Dungeon, das Wald- und das Wüsten-Dungeon. Das Wald-Dungeon war okay, das Wüsten-Dungeon, der Endboss, war völlig drüber. Und den Eis-Dungeon habe ich noch gar nicht gesehen, den Void-Dungeon noch nicht. Dann gibt es noch die Vulkan-Bosse und es kommt in Zukunft noch ein Lava-Biom, von dem ich bisher noch nichts gesehen habe. Ich bin also gespannt, wie das wird. Ja, kommen wir mal kurz zu unserem Dörfchen jetzt inzwischen. Da haben wir hier einmal unser Lager. Da lagern so Sachen drin, die man nicht allzu häufig braucht. Dann haben wir hier unser Hauptgebäude. Da, Tür. Und nochmal extra Lager und nochmal Lager und dann verschiedene Werkstationen. Wir haben jetzt auch die uralte Werkbank bekommen, da kann man jetzt nochmal andere Sachen machen. Dann kann man jetzt auch verschiedene Rüstungsteile herstellen, uralte Dinger. So Wächterdinger, ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt wieder mache. War das hier? Nee. Kein Plan, wo ich die Wächterrüstungsteile gerade machen kann. War das hier? Nee, ne? Nee. Ich glaube, nur bei dem Händler, bei dem Handwerker. Ja, also das ist jetzt so die erste. Das Haupthaus, das kennt ihr, glaube ich, noch. Hatte ich kurz mal gezeigt gehabt. Hier haben wir dann die Bossstatuen und noch einen Pilz. Warum haben wir dann noch einen Pilz rumliegt? Dann haben wir hier unsere ersten Häuser. Da wohnt unser Bergbauer, der Graves. Der Graves, also die NPCs laufen übrigens auch gerne mal durch die Wände. Das machen die öfter mal. Der Graves hat einen Anzeigefehler, der hat eigentlich 200 Herzen. Das sieht man hier nur gerade nicht. Dann haben wir hier drüben, da wohnt unser Kieran, der Alchemist. Der kann uns zum Beispiel Tränke verbessern. Also du gibst ihm einen normalen Trank mit dem Feenstaub und dann macht er nochmal einen besseren Heiltrank draus. Du siehst nicht genau, wie viel besser, das ist ein bisschen schwierig, aber okay, gut. Benutzt habe ich den tatsächlich nicht wirklich. Er ist einfach nur da. Die Sachen gehören zu ihm, zu seinem Haus. Die Townians werden übrigens glücklicher, wenn du sie den Sachen gibst, die mögen. Er mag Gäste haben, er mag wohl die Dekoration und er mag Fußböden. Er mag Fußböden. Ich meine, das ist okay. Fußböden mag jetzt jeder so ein bisschen, aber okay. Und der ist jetzt bei 2,5 zum Beispiel. Dann haben wir hier unten den Tyrone, unseren Holzfäller. Der ist gerade buggy. Der sollte uns normalerweise Holz holen gehen, regelmäßig. Aber das geht auf dem Markt aktuell nicht. Das ist deaktiviert, aber die Texte dazu sind noch drin. Er kann aktuell eigentlich gar nichts machen. Normalerweise sollte er losziehen, Holz holen und uns regelmäßig mit Holz versorgen. Aber wie gesagt, das geht halt nicht. Genauso wie Graves zum Beispiel losziehen sollte und Bergbau machen die ganze Zeit. Auch das geht leider aktuell noch nicht. Also daran arbeiten sie noch. Finde ich ein bisschen schwierig, weil es ist ja eigentlich die Release-Version. Es ist ja eigentlich die 1.0. Und da hätten sie es vielleicht schon mit. Also die Release-Version fühlt sich nicht an wie die Release-Version tatsächlich. Also es gibt noch zu viele Ecken und Kanten, die noch ausgebügelt werden müssen, fehlende Features, die noch kommen würden. Es fühlt sich eher an wie ein Early Access Patch, der halt eben fertig werden musste. Also da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen können. Das ist Kritik, die ich hier loswerden muss.
Das Spiel macht trotzdem Spaß. Wie gesagt, es ist nichts Game-Breaking, aber es fällt halt auf, dass da eventuell Sachen noch unfertig sind. Dann haben wir hier drüben unseren Freund, unsere Freundin Clove, die Bogenbauerin. Die kann zum Beispiel Bögen herstellen für uns. Der Bogen ist weg. Das wäre der besser als meiner? Nee, ne? Der wäre auch schlechter, ne? Ja. Ja, der wäre schlechter als der, den ich habe. Oh, da wird es gerade Nacht. Der Skelett auch mit Stärke hier tatsächlich, aber generell ist der halt schlechter. Der Frostbogen, der Eisbogen, den ich habe, ist halt eben generell trotzdem besser. Ja, der Progress ist noch ein bisschen hier in der Eishütte, da wurde gerade noch keiner drin, ne? Generell ist der Progress ein bisschen Holterdiepolter auch, weil du hast hier diese Karte, wenn wir gucken auf den Globus mal schauen, dann sieht man das besser. Und du schaltest im Grunde nach dem Walddungeon schaltest du das Eisbiom frei und das Wüstenbiom frei. Du kannst aber im Eisbiom bereits die Mats sammeln für diese Frostwaffen und Frostrüstung und so weiter und so fort, die dann deutlich besser ist als das, was du in dem Wüstengebiet kriegen kannst und auch im Wüsten-Dungeon kriegen kannst. Das müssten sie vielleicht mal ein bisschen gaten. Das war jetzt zu einfach. Hier ist der Globus. Ne? Hier sieht man die Karte, das ist ein bisschen wie ein Pokéball. Das ist gespiegelt. Du hast hier Wüste, da Eis. Und das ist jetzt alles offen schon. Sieg im Forest-Dungeon bist du direkt auf der kompletten Karte verfügbar, überall. Wo wir noch nicht reinkommen, sind die Vulkane. Da habe ich noch keine Ahnung, was man da macht, aber ja. Was du auch siehst, ist, es gibt hier Minen. Du hast hier eine Mine und da eine Mine zum Beispiel. Vermutlich noch mehr irgendwo versteckt. In diese Minen kannst du, die sind wie ein Mini-Dungeon, aber halt eben voll mit Erzen. Das heißt, du kannst halt eben da reingehen und dann schön, wenn du die Oberwelt abgegrast hast mit für Eisen und so weiter, dann kannst du da dann rein und dir gucken, was dann da los ist. Ich würde gerne mal gucken. Speichert? Okay. Hier unten wurde es gerade noch mit seinem Kokoshaus. Der Magier, der ist neu. Der kann uns zum Beispiel die Stäbe machen. Die meisten Sachen kannst du auch bauen, nur machen das die Magier, oder machen das die NPCs einfach billiger, günstiger. Die Biome, Monster und Dungeons sind sehr unterschiedlich. Sehr abwechslungsreich. Du hast immer wieder neue Gegner, neue Angriffswellen, Sachen, die du erkunden musst. Und auch thematisch passend. Also es macht auf jeden Fall Spaß, da die Welt zu erkunden und hier dich umzuschauen. Und halt eben zu gucken, wie du neue Gegner dann auf den Kopf hauen kannst. Was ist das hier? Ist das? Ach, das war das Goblin-Dorf. Ah, alles klar. Ja, die Goblin-Stadt, die wir da mal geplündert hatten. Aktuell habe ich wie gesagt den Frostbogen und der ist halt eben... So bist das Nonplusultra. Damit stupft quasi alles. Die Feen sind lustig, weil die hinterlassen so Angststaub. Das heißt, wenn du die jagst, dann kacken die sich ein bisschen ein und lassen halt das Zeug fallen. Oder wenn du ihnen den Staub aus dem Leib prügelst, dann kriegst du das eben auch. Weiß ich nicht. Ich habe also schon die beste Axt, die besten Dingens. Ich bin jetzt etwa bei 20 Stunden, knapp 20 Stunden Spielzeit bin ich jetzt drin. Hab jetzt schon die besten Materialien gesammelt. Das gäbe es auch einen Erfolg für. Aber ich habe noch längst nicht alles gesehen, alles freigeschaltet. Noch nicht längst nicht alle Dungeons gemacht und noch nicht... Ich habe noch keine Ahnung, wie ich in das Dings reinkomme, in die Vulkane und so weiter und so fort. Und ich habe gerade mal die Hälfte der Karte jetzt aufgedeckt. Also von daher, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben und ein bisschen Platz für weitere Erkundung. Ist also definitiv das Geld wert. Wie teuer war das gleich wieder? War das ein Zehner oder was war das? Warte mal gucken im Shop. Das Spiel kostet normalerweise im Shop 17 Euro. Aktuell reduziert auf 10. Also für einen Zehner würde ich sagen, auf jeden Fall Kaufempfehlung. Für 17 Euro kann man drüber nachdenken, aber wenn man so auf so Indie-Games und Baugames, so wie Stardew Valley-Style steht, dann ist man hier echt gut aufgehoben. Also das hat noch einige Ecken und Kanten, aber es ist definitiv spielbar und macht definitiv Spaß. Und es gibt halt eben sehr viel zu entdecken. Die Bosskämpfe sind sehr anspruchsvoll. Da muss man sich ein bisschen anstrengen, damit man so... der Wald-Dungeon geht noch, wenn man ihn jetzt so wie ich mit der overpowerten Rüstung macht. Aber selbst mit der Rüstung haben wir im Wüsten-Dungeon schon ein bisschen kämpfen müssen, dass wir da halt eben auch da überleben. Also es ist definitiv kein Selbstläufer. Die Welt selbst, die Urwelt, ist wunderbar. Und du kannst sogar auch die Bosse fast auslassen. Ist nur für ein paar Quests. Wenn es dir zu stressig wird. Aber ja.
Schön ist auch, wenn du dann in den Dungeon warst, kannst du dann so Boss-Statuen aufrufen. Und damit kommst du dann direkt zum Bossraum und kannst halt gezielt den Boss abfarmen. Zum Beispiel, wenn du das möchtest. Das finde ich persönlich sehr nett, ein sehr cooler Touch. Dass du halt, so konnte ich es mal auch üben für den Null-Damage-Run. Das war eine Aufgabe, ich musste den Wald-Dungeon beenden, ohne einen Punkt Schaden zu nehmen. Und das war schon, gerade bei dem Bosskampf nachher, schon schwierig. Aber ich habe es geschafft, 3 Keys für die Community in dem Fall. Und ja, das Lagersystem ist auch wieder, du musst dich organisieren, aber das ist ja Standard Survival Games. Aber ansonsten, ja, nö. Also, ich kann, bis auf kleinere Bugs und ein paar Komfort-Features und es fehlt halt eben die Anzeige, wann welcher, was welcher Avatonian wirklich gerne mag. Also ich sehe es halt nicht. Ich habe halt hier nur in der Beschreibung die Informationen, dass er halt eben das mag. Das sagt mir jetzt aber nicht wirklich was. Also das sagt mir jetzt nicht wirklich, was die wirklich so genau brauchen. Und das siehst du auch nicht nirgendwo. Da gibt es keine Informationen, auch nicht in den Items oder ähnliches. Das wäre halt noch schön, wenn du da genau siehst, welche Items da wie viele Punkte geben. Generell die Informationen. Ich sehe auch bei den Buffs nicht, wie lange hält der Buff, wie gut ist der Buff. Diese Information bleibt mir verborgen. Wenn ich jetzt gucke, jetzt habe ich hier zum Beispiel den Trank, der gibt mir den Speedbuff. Und der gibt mir Heilung, Speed und Dexterity. Ich sehe aber nicht, wie stark, ich sehe nicht, wie lange. Und ich weiß auf jeden Fall, dass der Schnelligkeitstrank, der Buff von hier, deutlich länger hält als der hier. Das sind so Sachen, da fehlt es mir dann doch noch ein bisschen. Also da könnte es mehr geben. Wir haben einen Wiki, das ist schon recht umfangreich, aber auch das ist halt eben... Also, wenn ich das Spiel zwingt, ins Wiki zu gehen, um rauszufinden, wie was funktioniert, ist halt schwierig. Und auch hier in der Übersicht zum Beispiel, spätestens hier hätte man das eventuell nochmal zeigen müssen, wie gut jetzt so ein Trank ist zum Beispiel. Vorausgestände, zack. So, und da habe ich jetzt zum Beispiel den Schnelligkeitstrank und ich sehe halt auch wirklich nur den Buff, erhöhte Geschwindigkeit. Das war's. Mehr sehe ich nicht. Ich sehe nicht, was genau und wie viel und warum und was. Ich sehe, wo es her, wie es machen kann, aber das ist halt auch wieder, wo ich sage, okay. Ja. Und ich bin noch ein bisschen weit entfernt von den 490 Items, die man herstellen kann. Also da geht noch ein bisschen was. Ja, ich war noch nicht im Eisverlies. Ich habe noch nicht jede Mine und noch nicht jedes Verlies gesehen. Ich habe noch nicht die Bösse. Ich habe noch nicht alle Mobse besiegt, aber ich bin nah dran. Ich habe alle Ressourcen gesammelt, noch gar nicht geangelt und mir fehlen noch 3 NPCs. Also ich bin, wie gesagt, jetzt nach knapp 20 Stunden bin ich noch immer, ist noch immer was offen. Und dann kam, und wie gesagt, nicht vergessen, die große Zeit davon war ich halt auch im Multiplayer unterwegs mit dem Rescue-Wölfchen. Das heißt, der hat auch viel dann das Bauen zum Beispiel, hat Wolf übernommen hier, zum größten Teil. Die Farm hier unten hat auch der Wolf angepflanzt und angelegt und bereitet die so vor. Wir bräuchten nur ein bisschen Licht hier unten vielleicht. Also du kriegst auf jeden Fall die 10 Stunden Spielzeit, kriegst du auf je, also wenn du den, oder sagen wir 17 Stunden, wenn wir von dem 1 Euro pro Stunde rechnen, damit sich das lohnt. 17 Stunden voller Spielspaß sollten auf jeden Fall drin sein, wenn du das Spiel hier kaufst und es spielst. Also dementsprechend kein Fehlkauf in meinen Augen. 10 Euro auf jeden Fall Kaufempfehlung, 17 Euro... Wenn man es gerade über hat und gerade nichts weiter zum Spielen hat, dann auf jeden Fall ebenfalls reinschauen. Das Spiel hat noch kleine Ecken und Kanten, das Spiel hat noch kleinere Fehler, auf die man. Ich hatte einen Interface-Fehler zum Beispiel. Wobei man auch sagen muss, das Spiel hat in der Woche, wo ich jetzt gestreamt habe, 3 Hotfixes bekommen. Heißt, auch da wird aktiv dran gearbeitet, um die Sachen auszubügeln. Das wird logischerweise danach nehmen mit der Zeit, während der auf den nächsten Content arbeitet. Es gibt eine Roadmap, die bereits die nächsten Pläne zeigt. Unter anderem halt eben dann die Vulkanmap. Das heißt, da kommt also auf jeden Fall neuer Content in der Zukunft. Dementsprechend würde ich sagen, so wie das Spiel aktuell ist, ja, definitiv ja. Hat ordentlich Spaß gemacht. Ich danke nochmal an die Entwickler für die Keys, die ich bekommen habe, für mich selber, zum Mitspielen und auch zum Verschenken. Und ich hoffe, wir sehen von Tinkertown vielleicht ein bisschen mehr. Ob ich da mal einen letzten LP draus mache, glaube ich jetzt weniger, weil das dann doch eher vielleicht
Ich habe keine Zeit dafür und ich habe jetzt schon so viel gespielt, dass jetzt ein LP eigentlich quasi sinnfrei wäre. Vielleicht starten wir nochmal durch, wenn es einen kompletten Overhaul gibt oder wenn es halt eben mit dem nächsten Event dann vielleicht. Mal gucken, wie es entwickelt. Aber ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm und mal schauen. Das soll es aber gewesen sein zu mir, zu diesem Video. Wie üblich, wenn es Video gefallen hat, gerne mit dem Subscriben. Oder links und rechts, da gibt es noch ein paar mehr Videos oder verschiedene Angespiels. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Tschüss.